Herzlich willkommen zu einem neuen Stadion-Vlog. Heute im Testspiel SC aus Lustenau. Und ja, die so aufgestiegen sind, neu, wegen der FC St. Gallen. Lustenau spielt heute erste, also spielt neuerdings erste Liga. Wir gehen dann noch auf dem Weg Richtung Stadion von der Lustenauer. Ja, vorher hat es endlich verlaufen. Irgendwie da den Weg da nicht gefunden. Der unscheinbare Weg. Ja, der unscheinbare Weg da hat nicht gefunden. Ja. Genau, wir sind so auf dem Weg. Das ist auch Radio gesehen. Ja, da hat nur einen FC St. Gallen Schal. Ich werde es zeigen. FC St. Gallen Schal. Ich hoffe, ich finde noch einen Lustenau Schal hier in Lustenau. Wir können noch einen kaufen. Wir können noch einen Lustenau Schal haben. Ja, mein Tipp heute, oder schwieriger zu sagen, ich gebe jetzt noch einen Tipp. Ja, ich habe da hinten schon ein Stadion noch gesehen. Ja, mein Tipp heute, Spiel, ich glaube, 3-1, 4-1 für St. Gallen. Also 1-4, 1-3. Haben wir 1-4, 1-3. Ich weiß nicht, ob der neue, vorhin gerade gesehen, ein neuer Spieler, oder Latte Tar, wie er immer heißt, von Inter, glaube ich, heute gekommen, von der nächsten Liga. Ist der jetzt gerade so schon ein bisschen alleine. Hat er als Prüfspieler gekauft, auch noch der Randy Schneider und noch ein Verteidiger von Salzburg. Ja, also kauft der Schneider gekauft, Randy Schneider. Und der andere, der Verlust aber ausgeteilt. Ich glaube, der kann spielen. Schubert. Gegen österreichische Verein mal trifft. Was ist das Stadion wieder? Bis denn. Thank you.
So, zum Schluss werden wir anderen. Vergala hat das Spiel gegen Lustenau mit 0 zu 4 gewonnen. Mein Team mit 1 zu 3, 1 zu 4 ist nicht ganz ausgegangen. Ich bin gerade auf dem Weg, Richtung Pestalozzi-Weg, heißt auf die Straße. Dort fahre ich mit dem Bus Richtung Herburg und dort dann, ich glaube, in der Ego, wie der heißt, nach, also Richtung St. Gallen. Dann bin ich schon fast dann daheim. Ich war relativ easy da. Mal schauen, ob ich nächstes Wochenende auch ein Spiel gegen St. Gallen in einem Testspiel irgendwo in Schruns gegen den SC Freiburg, ein deutscher Verein aus der Bundesliga. Was ich anspannend von mir daheim ist nicht allzu weg, ca. eineinhalb, zwei Stunden. Aber ich habe einen Fahrtweg, ja. Ja, einen Schal, den haben wir dann, der hat keinen gefunden. Hat dann ja auch einen Golf vergessen aufzunehmen. Relativ schnell gefallen, das habe ich gerade gesehen. Ja, offen weiter gefallen. Leider konnte ich nicht dafür reden, weil es die Pferde drinnen. Ja, hat mein Nachbar einfach nicht so gefeiert, dass ich jetzt da immer wieder so Zeug aufnehme. Hat versucht, halt, dort diese Videos aufzunehmen und dafür halt, vielleicht nächste Woche wieder ein bisschen mehr. Stimme von mir vielleicht noch einen Kollegen mit, mal schauen, ob es so gerne mitkommt, das süßes Ding mehr. In dem Fall, bis dann.